Kurz und knapp, ohne viel zu reden, ohne viel zu erklären. Khalid bin Walid in der Schlacht gegen die Römer, 60.000 Römer, wird überliefert, dass Khalid bin Walid wartete, bis das Lager der Muslime einschlief. Er stieg auf sein Pferd, reitete rüber ins Lager der Römer. Diese schliefen auch. Khalid beobachtete und schaute, wie sie denn aufgestellt sind, wie viele sie denn aufgestellt sind, wo die Eingänge, Ausgänge sind, wo die Waffen hingestellt sind. Beobachtete das Ganze, stieg auf sein Pferd und reitete nach einer Zeit wieder zurück. Die Muslime waren schon außer sich vor Sorge und Angst, waren schon wach und haben überall Khalid gesucht. Khalid kommt an und sie fragen, ja Khalid, wo warst du? Wir haben uns Sorgen gemacht, wir haben überall nach dir gesucht, wir dachten, du wärst entführt worden, die haben dich umgebracht, wo warst du? Und er sagt, ich war im Lager der Römer. Sagt, warum hast du uns nichts gesagt? Schäfer, die hätten dich umgebracht. Schäfer, die hätten dich gefesselt, die hätten dich gequält. Wir hätten dich doch beschützen können. Warum sagst du uns denn nichts, ja Khalid? Und Khalid sagt, habt ihr denn nicht gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte? Sie sagten, was denn? Er sagte, der Unterschied zwischen demjenigen, der Allah erwähnt, und der Unterschied zwischen demjenigen, der Allah nicht erwähnt, ist wie der Tote und der Lebendige. So sagt ihr mir, was wollen 60.000 Tote gegen einen Lebendigen machen? So sagt ihr mir, was wollen 60.000 Tote gegen einen Lebendigen machen? Und das ist das, was Allah im Koran sagt. لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Und wir haben euch in diesem Buch eure Ehre herabgesandt. Wollt ihr das denn nicht etwa verstehen? Ja, nicht, zu wem gehörst du? Zu den Toten oder zu den Lebendigen? Wer kann dir was? Keiner, wallah. Was wollen 60.000 Tote gegen einen Lebendigen? Wer kann dir was? Wer kann dir diese Ehre nehmen? Ihr seid die beste Gemeinschaft, die von den Menschen hervorgetreten ist. Alhamdulillah. Das ist der Unterschied zwischen uns und den anderen. Wir sind lebendig und die anderen sind tot. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lebendig halten, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Yaqin kommt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Tod wirklich kommt. Malik al-Maut.